everything changes. Halli, hallo, hallöchen, wir spielen wieder LS 17 auf der Südhämmern und wir sind da gerade fertig mit der Kartoffelernte und wollen uns heute mal den Zwiebeln widmen. Und die Zwiebeln, da warte ich ja schon ewig drauf. Und ich wollte eigentlich mit den Krautschläger das Kraut wegmachen. Müssen wir aber gar nicht, habe ich jetzt herausgefunden. Ich habe vorhin schon mal getestet. Und zwar brauche ich eigentlich bloß diese Maschine hier von Grimme. Und kann mit denen eigentlich aufs Feld und die Zwiebeln ernten. Und das wollen wir jetzt mal tun. Wir wollen ja natürlich die Zwiebeln aus dem Boden holen für unsere Produktion, für unsere Feinkost, für unseren Krautsalat brauchen wir das. Oder Salatmischung, für die Salatmischung. Genau. Und Zwiebeln ist eigentlich das, was uns noch fehlt. Und das wollen wir heute ernten. Wir haben jetzt ein paar Traktoren noch gekauft hier extra für den Hof und für die kleinen Felder hier, um unsere speziellen Pflanzen hier anzubauen und auf den kleinen Feldern ein bisschen besser zurechtzukommen. So ist eigentlich die Idee gewesen. Und ich habe jetzt noch ein Problem, und zwar habe ich das Pflanzensterben drin. Wenn ich jetzt hier mit dem Traktor mit den fetten Reifen drauf fahre, werden wir gleich sehen, fahre ich dann nämlich alles kaputt. Aber der Helfer, der fährt natürlich nichts kaputt. Wir schalten mal den Helfer ein. Und dann sehen wir nämlich nachher, jawohl, da bleibt alles ganz. Und es werden die Zwiebeln rausgezogen, ohne vorher das Kraut abzumachen. Wenn wir auf der Karte jetzt schauen, müssen wir gerade mal... So, bei Pflanzenwachstum sehen wir jetzt hier hinten, ist es nicht mehr rot, Kraut entfernen, sondern es ist eigentlich orange geworden, damit wir das ernten können. Und vorher war das ja eigentlich immer rot und da dachte ich, ja gut, ich muss das Kraut entfernen und dann kann ich die da rausnehmen. Oh, was macht er denn jetzt? Ja, das weiß niemand, was der da eigentlich so treibt. Aber wir lassen den gerade mal da fahren. Wir machen in der anderen Zeit, hätte ich eigentlich hier den John Deere wegbringen wollen, genau. Und da habe ich hinten, habe ich da schon 38 Zwiebeln reingemacht. Oh, weil ich das ja vorher getestet habe, nicht damit ich da diesmal wieder anfange und nichts geht mehr. So, wir haben noch einen Anhänger voll Kartoffeln und 38 Zwiebeln. Die liegen da vorne in der Ecke. Okay. Die Anhänger haben wir auch neu gekauft gehabt jetzt. Extra zum Abfahren hier. Für diese neuen Feldfrüchte. Was mir noch aufgefallen ist, ich habe keinen Räumer mehr. Da habe ich natürlich nicht aufgepasst. Habe da auf der neuen Version auch das neue Räumer-Pack drauf gemacht und den alten, die alte Version natürlich runtergenommen. Hab den gespielt und nicht vorher geschaut. Hätte den natürlich verkaufen können vorher oder den alte Version drauf lassen können, dann wäre der natürlich nicht weggekommen. Aber mein Fehler, jetzt muss ich da nochmal einen Halmer kaufen für über eine halbe Million. Aber erstmal machen wir Zwiebeln. So, den bringen wir gleich wieder ans Feld hier. Da kann nachher die Zwiebeln fahren. Da könnten wir eigentlich theoretisch gerade zur Feinkost und die da abgeben. Dann würde nämlich da schon die Produktion starten. Dann habe ich hier noch den John Deere zu stehen. Der muss da eigentlich flügen. Ich glaube, das Feld gegenüber muss er nämlich auch flügen. Und dann können wir hier auf das rechte Feld, was ich jetzt da eigentlich schon gepflügt habe, würde ich gerne Salat anbauen. Kartoffeln haben wir erstmal genug. Ich glaube Salat. Ein Feld mit Zwiebeln haben wir schon wieder vorbereitet. Und Mohrrüben wären wahrscheinlich noch nicht schlecht. So, okay, jetzt fährt er da ordentlich. So, den lassen wir mal da stehen.
Jojo, 10%, also viel wird da gar nicht rauskommen hier bei so einem Zwiebelfeld. Dafür ist es wichtig, damit wir da schon wieder Zwiebeln im Wachstum haben, damit wir das nächste Mal gleich wieder Zwiebeln ernten können. So, was haben wir noch? Genau, jetzt ist ja noch neu. Jetzt können wir Gärreste. Gärreste können wir beim Hafen verkaufen, angeblich. Dann können wir die zur Düngeproduktion verwenden. Und das wäre es eigentlich schon. So, ich habe da mal den IT-Runner geholt. Da ist natürlich jetzt schon Gärreste drin, sehe ich gerade. Okay, wir schauen mal, ob wir das jetzt für die Düngeproduktion nehmen können. Das wird natürlich lustig. Ich muss jetzt da rückwärts hochfahren. Wie machen wir das am besten? Am besten fahre ich schon mal falsch. Eigentlich da zwischen die Bäume durch. Das ist natürlich blöd, der Anhänger lenkt da noch ein bisschen mit. Das ist da immer für mich ein bisschen problematisch, das einzuschätzen. So, jetzt hängt er da noch fest. Nimmt er nicht. Okay, wieso nimmt er das nicht? Güllefass anschalten. Jetzt. Aha, jetzt schmeißt das hinten raus. Nein, 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 das wollen wir auch nicht. Ich will eigentlich bloß abladen. Wahrscheinlich ist das wieder das falsche Fass, damit ich das damit gar nicht abladen kann. Aber mit dem haben wir doch. Mit dem nicht Gülle auch transportiert gefahren. Okay, dann fahren wir mal. Ja, wenn ich es hier nicht abladen kann, vielleicht kann ich es hier beim Hof ins Güllelager machen. Die Gärreste. Wahrscheinlich auch nicht. Das sieht erstmal nicht so aus. Okay. Schade. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Könnten natürlich jetzt zum Hafen fahren. Das habe ich jetzt nämlich vorher nicht ausprobiert. Wir könnten jetzt natürlich zum Hafen fahren und da schauen, ob wir das da abgeben können. Aber das Risiko ist mir eigentlich ein bisschen zu groß. So, was sagt denn der Händler zu unserem Gülleproblem? Da haben wir das Cotto Pack, das eigentlich 30.000. Davon haben wir schon eins, sagt er. Davon haben wir auch schon eins. Wir könnten natürlich auch das für den. Ich glaube, wir nehmen das hier für den Sattelauflieger. Da könnten wir dann theoretisch auch mit den Lastwagen fahren und machen jetzt einfach den Dolly ran. Das kostet 65.000. Ich denke, das geht schon in Ordnung. Wollte zwar das jetzt noch gar nicht so ein Teil kaufen, aber egal. Was macht man nicht alles?
um da ein gutes Video hinzubekommen. So, welchen nehmen wir denn? Ich glaube, wir nehmen da den. Den Einachser-Dolly. Jawohl, das reicht. So, dann gehen wir mal zum Händler, holen das Teil ab, fahren mal zur BGA. Jetzt habe ich natürlich noch das Problem, wenn ich das natürlich als Dünger nehmen will, kriege ich den wahrscheinlich gar nicht richtig schön darauf geschoben. Das habe ich vorher natürlich nicht überlegt. Jetzt natürlich bloß überlegt, damit ich den nehmen könnte für den Lastwagen. Aber das ist eigentlich, sollte dasselbe sein, wie wir da. Eigentlich mit dem Fass hätte das eigentlich auch funktionieren sollen, meiner Meinung nach. Okay, mit dem können wir bloß transportieren, so wie ich das sehe. Könnte natürlich auch so richtig sein. Also ab zur BGA. 30.000 Liter. Mit denen können wir natürlich auch ordentlich was liefern hier. So, dann müssen wir noch schnell nachher schauen, was die Zwiebeln machen. Könnten wir wahrscheinlich gleich mal einmal abernten und in die Feinkost bringen, um die Salatmischung da zu machen. Und dann haben wir noch Speiseöl, habe ich auch schon hergestellt. Das zeige ich dann noch beim nächsten Mal, wenn wir das dann auch zur Feinkost bringen. Und dann noch Krautsalat machen. Wenn ich denn die anderen beiden Produkte auch noch vorhanden habe. Na, ja, da muss ich ja noch. Kann ich ja gar nicht. Noch gar kein Rotkraut und Weißkraut angebaut. Das muss ich nämlich als nächstes machen, genau. So, holen wir mal Gärreste. Und wir schauen mal, wie das eigentlich aussieht hier. 6.000, das ist jetzt natürlich nicht so die Welt. Schauen wir mal, ob wir den abbunkern können. Auf welche Seite hat er das? Ich glaube, das ist nämlich auf der anderen Seite. Das passt jetzt ganz gut, wenn er da dreht und wendet. Kann ich die nämlich gerade abbunkern und dann ist ja hier gleich das Feinkost. Feinkost Hartum AG. Hartum. Wieso sage ich immer Hartmut? Also das gibt hier nicht mal einen Anhänger voll. Zwiebeln. Da kommt echt nicht viel bei rum hier. Die Zwiebeln sind jetzt sicher, ich bin mir nicht, ja, sicher, 3 Tage gewachsen, sicher. Ewig lang und rauskommt tut da nicht viel. Auf jeden Fall muss ich hier gleich wieder Zwiebeln anbauen auf dieses Feld, damit wir da immer Zwiebeln vorhanden haben. Und wie gesagt, kommt dann noch Rotkraut und Weißkraut kommt dazu. Das auch können wir hier mit diesem Gerät ernten. Außer für die Rüben brauchen wir einen Krautschläger, stand dazu. So, 7.000, okay. Ja, hätte ich jetzt die großen Anhänger nicht unbedingt gebraucht. Einen könnte ich hier sicher erstmal abstellen irgendwo. So, wo kommen hier die Zwiebeln hin? Ich hoffe, ich komme da mit den Anhänger ran. Zwiebeln da, alles klar. Schon gesehen. Problem erkannt.
Problem gebannt. Da kann ich sie noch nicht abgeben. Jetzt alles klar. Jetzt sollte eigentlich die Produktion hier starten. Jetzt sollten wir alles da haben. Genau, Produktion ist noch 0, Salatmischung ist auch 0, aber jetzt haben wir da alles von allen ein bisschen. So, ich glaube, ich lasse einen Anhänger hier. Den hole ich dann später wieder ab. Die bleiben wahrscheinlich sowieso hier. Die sind hier für die ganzen Salatzeugs und so. Sind hier eigentlich recht gut geeignet. Wollte ich gerade sagen, was macht er denn jetzt? Aber es fährt noch. Alles klar. Wie gesagt, vielleicht lieber mit Pflegebereifung. Weil der, wenn ihr Fruchtzerstörung drin habt und ihr selber fahrt, fahrt ihr eigentlich die Zwiebeln kaputt. Bei den Kartoffeln ist es nicht so. Aber hier bei den Zwiebeln ist es so. Die Kartoffeln sind tiefer in die Erde, da passiert nichts. Okay, das läuft alles. Jetzt sind wir eigentlich, jetzt muss man schauen, muss ich da drüben noch pflügen? Dann können wir nämlich den John Deere. Muss gepflügt werden, muss nicht gepflügt werden, okay. Da zeigt er mir nichts an. Feld 7 muss dann gepflügt werden, aber das nicht. Und wir haben ja hier noch Feld 41 und 42 gekauft. Die muss ich dann auch noch pflügen. Könnte nachher. Habe ich da natürlich falsch lang gezappt hier. Hier, genau. Das wollten wir noch ausprobieren. So, haben wir da einen schönen Sattelauflieger. Können da 30.000 Liter transportieren. Das gefällt mir eh ganz gut. Leider wieder ein bisschen Geld ausgegeben. Dafür, damit uns noch der Holmer abhanden gekommen ist für über eine halbe Million, ist das gerade nicht so günstig. Aber was macht man nicht alles? Wenn wir jetzt das natürlich beim Hafen abgeben könnten. Wäre das natürlich eine super Sache. Wir versuchen das mal gerade beim Hafen abzugeben. Ich weiß zwar nicht, wie ich da am schnellsten zum Hafen komme, ich denke hier hinten lang. Hier ist ja die Ölmühle, wo wir Speiseöl herstellen. Da muss ich gar nicht blinken. Die Hauptstraße geht eh hier rum. Okay, dann blinke ich halt hier. Fahren wir da mal rechts. Vielleicht ein kleiner Umweg, aber macht nichts. Ich will jetzt mal schauen, ob ich das beim Hafen abgeben kann, ob das funktioniert. Und hier auch schön, meine Felder wachsen alles. Der Raps steht schon hoch, voll in der Blüte. So, hier ist eigentlich der Weg zum Hafen. Und ich glaube, an den Dolly sollte ich da noch Breitreifen dran bauen. Dann sieht das auch ein bisschen schnittiger aus, ein bisschen cooler. Juhu! Ah, er springt gar nicht. So, Hafen. Okay. Hafen haben wir, ist schon offen. Hier gibt es ja keine Öffnungszeiten. Auf manche Karten gibt es da natürlich Öffnungszeiten. Dann wird es natürlich schwierig.
So, meiner Meinung nach wäre das denn hier. Ich hoffe, ich kann das jetzt hier abgeben. Gärreste. Jawohl, das sieht schon mal ganz gut aus. Das wird da voll übergeladen. Okay, der Anhänger, schon mal kein Fehlkauf. Da bin ich schon mal beruhigt. Hier läuft die Kacke. Die Kacke ist es ja gar nicht. Ist ja Bio. Der Bio läuft da in dem Boden, ne? Okay, da muss ich noch ein paar Mal fahren, bis ich den Anhänger wieder raus habe. Aber das würde funktionieren. Beim nächsten Mal testen wir dann, ob wir damit auch Dünger produzieren könnten. Das wäre natürlich ganz genial, weil Gärreste haben wir da schon recht viel immer, was da zusammenkommt. So, das sieht doch wunderbar aus. Tipptopp. Gut, dann wäre es das eigentlich für heute hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.